Was ist weiß und stört beim Frühstück im Skiurlaub? Eine Lawine. Und genauso flach wie der ist auch der X2 von BMW. 7 cm tiefer ist er nämlich, also flacher als der X1, was so ein bisschen die Coupé-Optik verstärkt. Wie das ist, wenn man drinnen sitzt und 1,96 groß ist, das schauen wir uns gleich an, aber vorher noch ein bisschen was zum Design. Er hat jetzt BMW-Emblem, nicht nur vorne und hinten, sondern auch links und rechts. Scheinbar hat da irgendwer viele bestellt und gesagt, geben wir auch noch links und rechts eins drauf. Vorne haben wir klassisch große BMW-Niere mit Chromrahmen und auch diese Dreiecksdinger, nennt man das, ja, das ist Fachjargon, Dreiecksding, das da. Das lässt die ganze Front einfach nicht bullig und groß wirken. Das heißt, im Rückspiegel schaut er aus, wie wenn da was ich was daherkommt. Und dann ist aber doch nur ein eigentlich recht kompakter SUV. Nicht nur der BMW X2 oder ich, sondern auch die Felge schaut großartig aus. Das ist nämlich eine AEZ Crest Dark. 20 Zoll groß, Doppelkreuz-Speichendesign, Chromrahmen und vertieftes Pentagon in der Mitte, also ein Fünfeck. Eine super edle Spielerei, die diesem wahnsinnig talentierten Designern dieser Felge eingefallen ist. Jede zweite Speiche geht da bis an den Rand hinaus und die anderen enden da in der Mitte. Das heißt, das Ganze schaut noch ein bisschen verspielter, sportlicher aus. Mit 225 40 R20 passen die auch perfekt auf den BMW und sind halt so wie der Fahrer. Sportlich, selbstbewusst, dynamisch. Was will man mehr? Motor haben wir auch, Überraschung. 3 Benziner und 3 Diesel wird es geben, beziehungsweise gibt's. Fangt an bei einem 2 Liter Benziner mit 190 PS und geht dann halt nach oben hin. Spritzig sind sie alle und die Diesel kommen alle mit X-Drive Allradantrieb und mit 8-Gang Steptronic. Kommen wir zur Kehrseite der Medaille, also quasi zur anderen Seite des Autos, zum Kofferraum, der eigentlich relativ viel Platz bietet, in der Höhe jetzt nicht ganz, aber in der Tiefe und vor allem, wenn man die Rücksitze umlegt, haben wir 1322 Liter Kofferraumladevolumen, was relativ viel ist, wenn man sagt, das ist eigentlich ein relativ kompakter SUV. So da, der Innenraum. Also Platz habe ich. Dafür, dass er 7 cm flacher ist eigentlich, geht es sich noch gut aus. Also ich merke, nach oben hin ist jetzt nicht viel Spielraum. Also so eine coole 90er Jahre Aufstellfrisur wäre wahrscheinlich nicht drin. Ansonsten Mittelkonsole mit 8,8 Zoll Touchscreen Display. Man kann aber auch Wunsch mit Sprachsteuerung eigentlich die meisten Funktionen bedienen. Was er auch noch hat, der BMW, sind 3 Fahrerlebnisschalter, wie man das so schön nennt. Also quasi Eco, Komfort und Sport. Und damit ist man eigentlich für jede Fahrsituation gerüstet. Fazit: der BMW X2. Zielgruppe durchaus junge und junggebliebene, die gerne ein dynamisches Fahrerlebnis haben. Und mit dem 20 Zoll AEZ Crest Dark wirkt er sogar nur ein bisschen sportlicher und bulliger und aggressiver. Das heißt, meinen Stempel hat er. Empfehlung geht raus für den BMW X2.